Im Rahmen der Berliner Schulbauoffensive, dem größten Investitionsprojekt dieser Legislatur, werden überall in Berlin nicht nur Schulen saniert und neu gebaut, sondern auch Sporthallen errichtet. Für dieses Schulsport-Schnellbauprogramm fiel am 15. Januar 2020 bei der Grundsteinlegung der ersten sogenannten Typensporthalle am Lilli-Braun-Gymnasium in Berlin-Spandau der offizielle Startschuss. Die feierliche Veranstaltung fand im Beisein der Senatorin für Bildung, Jugend und Familie Sandra Scheres, des Bezirksbürgermeisters im Bezirk Spandau Helmut Klewang sowie des Leiters des Bereichs Hochbau für Inneres, Sport und Justiz der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen Gerhard Lutz statt. Rund 9 Millionen Euro kostet der Bau der modernen Dreifeldsporthalle mit einer Galerie für etwa 60 Zuschauerinnen und Zuschauer am Lilli-Braun-Gymnasium. Die Fertigstellung der Halle ist bereits für Anfang 2021 geplant. Als Schulleiterin des Lilli-Braun-Gymnasiums darf ich Sie und euch heute hier ganz herzlich begrüßen zur Grundsteinlegung der ersten Typensporthalle von insgesamt 9, die erstmal gebaut werden im Rahmen der Schulbauoffensive. Hier in Spandau starten wir. So, wir sind hier auf dem Gelände des Lilli-Braun-Gymnasiums. Das Gymnasium hat eine lange Tradition. Wir haben vor 8 Jahren ein großes Schulfest gefeiert, 150 Jahre Lilli-Braun-Gymnasium. Und weil wir gut feiern und gerne feiern, haben wir vor 4 Jahren auch das Gebäude gefeiert, nämlich 100 Jahre Schulgebäude. Und das ist schon natürlich ein schönes Fest. Und wenn man aber jetzt denkt, natürlich die Sporthalle auch in dieser Zeit entstanden. Die Sporthalle hat genau die Größe eines Volleyballfeldes. Und wenn wir jetzt wissen, welche Ansprüche wir haben, und eben wir haben an einen inklusiven, integrativen Sportunterricht, der vielfältige und abwechslungsreiche Bewegungsmöglichkeiten und Bewegungserfahrungen und Kompetenzen für die Schüler entwickeln soll, wissen wir, wie wichtig Sportunterricht und eben auch vielleicht eine größere Sporthalle ist. Das haben wir genutzt, natürlich. Wir haben weitere Sporthallen in Spandau genutzt. Das ist natürlich immer ein logistischer Aufwand. Und so freuen wir uns ganz besonders, dass wir jetzt eine Sporthalle nutzen können, die direkt auf unserem Gelände steht. Ja, lieber Herr Bürgermeister Helmut Klewang, ich freue mich, dass ich wieder in Spandau bin und ich weiß ganz bestimmt, dass ich in nächster Zeit noch öfters in Spandau sein werde und dass wir gemeinsam solche schönen Veranstaltungen durchführen. Die Berliner Schulbauoffensive nimmt an Fahrt auf. Sie sehen das auch, wenn Sie durch die Stadt fahren, dass an ganz, ganz vielen Schulen Gerüste stehen, dass Baustellen vor Ort sind. Vor Jahren war es immer so, dass gemeckert wurde, es passiert ja überhaupt gar nicht, es wird nicht saniert, wir haben einen Wahnsinns-Sanierungsstau, wir brauchen Schulplätze. Ja, wir brauchen Schulplätze. Ich freue mich, dass die Schülerinnen und Schüler hier sind. Auch herzlich willkommen. Ja, wir werden in den nächsten Jahren auch weitere zusätzliche tausende Schulplätze benötigen, weil viele Menschen hierher ziehen, weil die Geburtenrate weiter stabil ist in Berlin, was ich super finde. Und deswegen hat das Land Berlin gesagt, wir müssen den Sanierungsstau abbauen, wir müssen Schulplätze schaffen. Und das Land Berlin nimmt 5,5 Milliarden Euro in die Hand, um viele, viele Schulen zu bauen. Über 60 Schulen, die ersten wurden schon auch eröffnet, demnächst steht auch wieder eine Eröffnung an, aber es werden in diesem Jahr wahnsinnig viele Grundsteine auch gelegt. Und meistens reden wir immer nur über Schulplätze. Heute sind wir hier, das ist ein ganz, ganz besonderer Tag, weil hier geht es nämlich um eine Sporthalle und für uns logisch ist es, wenn wir eine Schule bauen, gehört da eine Sporthalle zu. Aber das Thema Beschleunigung war für unsere Verwaltung ein zentrales Thema und wir haben auch bewiesen, dass es uns gelingt, Schulen zu planen und zu bauen innerhalb von 4 Jahren. Die ersten Schulen, also sozusagen 4 Jahre hat das Ganze gedauert. Und wir haben gesagt, wir wollen das Gleiche auch für die Sporthallen beweisen. Und deswegen hier eine Typensporthalle, also ein Typenbau ist dieses. Und sehr, sehr modern und auch ansehnlich mit Tribünen auch, weil das ist immer so ein Thema, was die Schulen ansprechen, dass sie auch gerne eine Tribüne haben wollen, wenn Sportveranstaltungen stattfinden, dass dann eben auch Publikum dabei sein kann. Es gibt 2 Varianten, einmal 200 Plätze und 60 sozusagen Plätze und das ist jetzt hier dieser Bau. Und warum betone ich
Sport ist uns für uns sehr, sehr ein wichtiges Thema. Also zum einen ist es Bestandteil des Unterrichts, aber Sport ist wahnsinnig wichtig eben für Jung und Alt und natürlich auch gerade in der Schule. Junge Menschen benötigen Bewegung, also einerseits lernen sie im Sportunterricht viel, aber es ist natürlich auch wichtig, wenn man ja sehr viel auch im Unterricht sitzt, dass man auch zwischendurch in den Pausen im Sportunterricht Bewegung braucht. Bewegung heißt auch Gesundheitserziehung und viel hängt da dran. Oder auch den Teamgeist zu stärken, das Selbstbewusstsein zu stärken. Und all diese Dinge sind dann auch übertragbar auf andere Bildungsbereiche im Rahmen der Schule. Und nämlich die Schule wird erweitert und bekommt auch noch eine Sanierung, das vielleicht auch noch dazu. Liebe Schülerinnen und Schüler, verehrte Gäste, das ist natürlich ein wirklich erhebender Tag für Spandau. Wir sind die Ersten, die mit einer solchen Typensporthalle beginnen und ich bin fest überzeugt, das ist kein Zufall, dass das in Spandau ausgerechnet passiert. Und ich will vielleicht mal ein paar Sätze sagen, warum ich das glaube. Es sind ja verschiedene andere Projekte schon angesprochen worden. Modellvorhaben beschleunigter Schulbau, da sollten 10 Schulen in einem beschleunigten Verfahren modellhaft errichtet werden, 10 Schulen in ganz Berlin. Jetzt raten Sie mal, wie viele davon in Spandau stehen werden. Nämlich 3 bei 12 Bezirken. Wir sind mit 3 dabei. Oder das andere, wie ich finde, auch sehr erfolgreiche Projekt, die modularen Ergänzungsbauten. Insgesamt sind, glaube ich, über 50 inzwischen in Berlin errichtet worden. 57 höre ich gerade. 4 davon in Spandau, 2 weitere sind im Bau. Und noch 2 oder 3 weitere haben wir in der Pipeline. Das heißt, wir halten uns bei diesen Projekten überhaupt nicht zurück, sondern wir sagen, wir müssen gemeinsam mit dem Land nach vorne gehen. Wir müssen unsere Schulen nach vorne bringen. Wir müssen sie natürlich sanieren, aber wir müssen auch zusätzliche Schulplätze schaffen. Und wo immer wir eine Chance haben, machen wir das. Das funktioniert natürlich nicht an allen Stellen. An anderen Orten müssen wir individuell ergänzen. Wir müssen ganze Schulen neu bauen. Das sind auch in Spandau diverse Standorte, die ich hier jetzt gar nicht aufführen kann. Und das wird in Spandau dazu führen, dass insgesamt, also die letzte Statistik, die ich gesehen habe, die ist jetzt auch schon wieder ein paar Monate her, aber da war die Rede von 33 zusätzlichen Hallenteilen. Also insgesamt 11 zusätzliche Sporthallen aufs Ganze gerechnet. Und da sind natürlich auch Situationen wie hier mit inbegriffen. Das heißt, ich habe eigentlich eine Sporthalle, aber die hat natürlich eine Dimensionierung, die für modernen Sport gar nicht mehr taugt. Das heißt, wir stellen einen Ersatzneubau sozusagen hin. Die bisherige alte ins Gebäude integrierte Sporthalle wird umgenutzt werden. Und wir schaffen damit 1 oder sogar 2 zusätzliche Hallenteile, auch wenn die Halle selber ja 3 solcher Hallenteile haben wird. Das heißt, es wird eine ganze Reihe von neuen Sporthallen geben in Spandau, darunter auch 2 Sporthallen, mindestens 2 Sporthallen, die gestapelt sein werden. Da sind in einer Sporthalle dann 6 Hallenteile. Das ist natürlich erstmal nur eine klassische Sporthalle, 22 x 45 Meter, 7 Meter hoch, 3 Hallenteile. Also was man so kennt. Aber was ist das Besondere? Das Besondere an dem Projekt ist tatsächlich, dass wir gemeinsam mit den Bezirken und den 3 beteiligten Senatsverwaltungen das Programm entwickelt haben. So ist es auch gekommen, dass natürlich solche Dinge wie Galerie, Tribüne, Mehrzwecksaal da in das ursprünglich doch relativ knappe Programm Eingang gefunden haben und dass natürlich das Ganze auch dazu dient, dass eben nicht die Zuschauer oder die Reservemannschaften auf dem Spielfeld rumrennen, sondern eben eine Möglichkeit haben, sich irgendwo aufzubauen und nicht den Boden zu verschmutzen, was ja den Bezirk dann auch wieder einen großen Reinigungsaufwand macht. Also so eine kleinen Details. Ja, was ist noch besonders? Das Besondere ist natürlich, dass es auch der Start eines Typenprogramms ist. Also dass wir mit dieser Halle ja eben das ganze Programm starten und da sind wir natürlich auch zufrieden. Es wurde auch gerade angesprochen, wir haben gute Erfahrungen mit dem Programm der modularen Schulergänzungsbauten gemacht. Dieses Jahr werden wir die 60. in Betrieb nehmen, seit 2014. Das ist also auch, glaube ich, ein ganz gutes Ergebnis. Und wir sehen ja auch das und freuen uns auch immer wieder, wenn die Bezirke darüber dankbar sind und auch die Qualität erkennen. Ja, was bleibt zu wünschen? Dass einmal es einen unfallfreien Verlauf gibt, dass im Sinne der Schule von Frau Kaufmann das auch bei dem Jahr bleibt. Ja. Aber da bin ich wirklich auch ganz guten Mutes und denke, das schaffen wir. Und
wir haben sie bereit. Nein. Wir haben schon viel gehabt, also ich bin jetzt, entschuldigen Sie bitte, kurz eingetreten. Wir haben ja schon viel gehabt, das noch nicht, aber auch das lösen wir. So, einen kleinen Applaus bitte für das Brillenetui. Für euch vielleicht eine Grundsteinlegung. Geht auf einen ganz, 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 ganz alten Brauch zurück. Was wird da gemacht? In diese Kassette, sagt man, oder in diese Röhre werden unterschiedliche Unterlagen aus der hiesigen Zeit. Da ist unter anderem eure Zeitschrift dabei. Da wird wahrscheinlich ein Plan dabei sein oder vielleicht auch der Bauantrag, Beschreibungen zu dem Projekt kommen mit hinzu. Es kommen auch Tageszeitungen. Ich erläutere auch, warum das dann alles hineinkommt. Mit bei. Es ist immer dasselbe, wie kriegt man dann alles in diese kleine Röhre. Und ich freue mich auch immer, weil wir ganz bundesweit unterwegs sind. Jawohl, Traditionen, eine Medaille, wenn Sie ganz kurz, das ist vom... Eine Medaille, eine Sportmedaille vom Bundesfinale, wunderbar. Und man mag es fast nicht glauben, auch Geld, ja. Also, als ich begonnen habe mit dem Geschäft, waren es noch D-Mark, jetzt kommen Euros rein, vielleicht kommen doch irgendwann was anderes rein. Und warum machen wir das? Dass, wenn wir so einen Grundstein in den Boden legen und versenken, sagen wir, dass irgendwann, was wir ja gar nicht wollen, wir alle nicht, wenn die Halle mal wieder vielleicht verschwindet und was Neues gebaut wird und dann Menschen finden oder andere Leute finden dann diese Röhre, dann haben sie ein Zeichen dafür, was an diesem Standort gebaut wurde mit diesen Inhalten mit dabei. Das ist das ganze Geheimnis. 3, 2, 1 und weg. So. Genau. Nein, nein, reicht an den Ecken, reicht an den Ecken. Außer ihr habt so viel Zeit und Lust. Jetzt kommt die Platte, genau. Der Druck ist hoch, aber wir sind gut vorbereitet und die Vorbereitungen zu dem Projekt wurden auch geschaffen, um in 52 Wochen oder in einem Jahr eure Halle errichtet zu haben. Eins, zwei, drei. So, jetzt sind die Hände auch dreckig, wunderbar. Ja.